Verzweiflung sind gegenwärtig und wir erleben tagtäglich schreckliche Bilder aus diesem Land, aus der Region. Aber das ist kein Schicksal des Landes, sondern es ist von Menschenhand gemacht. Und deswegen kann der Mensch, wenn er es will, auch verändern. Und ich finde, wir sollten alles dafür tun, die jetzige Situation zu nutzen, um zumindest den Weg zu bereiten, dass es besser werden kann. In der Zeit müssen wir gleichzeitig versuchen, das Schicksal der Menschen zu verbessern. Wir haben genügend über die Flüchtlinge bereits heute Morgen gesprochen. Deswegen ist es gut, dass wir noch einmal daran erinnern, dass die Bundesregierung, aber auch andere Regierungen in Europa und darüber hinaus im vergangenen Herbst hier in Deutschland zusammengekommen sind, um gerade auch die Situation der Nachbarländer in den Fokus zu nehmen, Geld in die Hand zu nehmen und letztlich auch Hilfe anzubieten gegenüber dem Libanon, Jordanien und dem Irak. Und ich sage zum Zweiten auch, wenn mir vieles bei der Politik der gegenwärtigen Regierung in der Türkei und des türkischen Präsidenten nicht gefällt, dieses Land beheimatet 2 Millionen Flüchtlinge und es hat bisher 8 Milliarden Euro für deren Unterbringung von der Gesundheit und vielen anderen Dingen auch aufgewandt. Und zum Dritten müssen wir sagen, in der Tat gut, dass wir die humanitäre Hilfe hier im Deutschen Bundestag erhöht haben, dass jetzt auch noch mal die Europäische Union für das World Food Programm, für das Welternährungsprogramm und den UNHCR weitere Mittel bereitstellt. Dank an die Bundesregierung, aber ich finde insbesondere Dank an den gesamten Deutschen Bundestag, der ja in der Vergangenheit immer wieder auch diese Mittel der Bundesregierung und den Institutionen zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen in der Tat, die Möglichkeiten gibt es jetzt auch vielleicht wieder politisch initiativ zu werden. Und ich würde mal gerne ein bisschen von den letzten Tagen, von den Hauptüberschriften auf ein anderes Thema kommen, gar nicht so sehr stark über Russland sprechen, sondern über das sprechen, was die Bundesregierung mit anderen Regierungen geschafft hat, nämlich das Atomabkommen mit dem Iran zu vereinbaren. Und in der Tat, es ging nicht nur alleine darum, diese Atomkrise zu beherrschen, sondern es ging darum, auch dieses Land wieder zurückzuholen in die internationale Gemeinschaft. Und bei Ihnen, als die Bundeskanzlerin ihren Geburtstag gefeiert hat, hat sie damals den Historiker Jürgen Osterhammel eingeladen. Und er hat in der Tat zu Recht gesagt, vielleicht ist 1979 ein epochales Datum gewesen, als sich nämlich offensichtlich im Iran dieses Land mit auf den Weg gemacht hat. Eine andere Haltung oder auch vielleicht eine besondere Bedeutung in der Region wieder zu bekommen. Und deswegen ist es jetzt den Versuch wert, den Iran daran zu messen, ob er weiterhin Verantwortung tragen will und auf die Einfluss zu nehmen, die in Syrien auch für dieses Blutvergießen Verantwortung mittragen. Und wir müssen den Iran wirklich auch fragen, ob er bereit ist, in der internationalen Gemeinschaft mitzuwirken. Der dritte Punkt. In der Tat, es gibt weitere hoffnungsvolle Anzeichen. Und die Vernichtung der Chemiewaffen war ein gutes Zeichen gewesen, dass es eine Sicherheitsratsresolution gegeben hat. Und ich glaube, im Nachhinein, vielleicht sehen Sie das auch so als Vertreterinnen und Vertreter der Linkspartei, hätte der gesamte Deutsche Bundestag gut daran getan, mit der Mehrheit damals dieser Vernichtung der Chemiewaffen zuzustimmen. Und deswegen die neue Sicherheitsratsresolution über weitere Erkundungen in Syrien bietet auch Gelegenheit, hieran wieder anzuknüpfen. Und deswegen ermutigen wir die Bundesregierung, insbesondere den Bundesaußenminister, jetzt in New York alles zu unternehmen, an dieser Frage mit den Vereinten Nationen weiterzuarbeiten, weil die Situation ist gefährlich. Sie ist gefährlich, weil immer noch die militärische Logik im Vordergrund steht, auch von Russland, aber auch von den anderen Beteiligten. Und deswegen würde ich gerne daran erinnern, ich glaube, es ist ein Irrtum, alleine zu sagen, nur wenn wir den IS bekämpfen, wenn wir die Flüchtlingsströme stoppen. Wahrscheinlich geht es insbesondere darum, Assad daran zu stoppen, weiter Fassbomben zu werfen und vieles andere auch. Und genau deswegen müssen wir auch an den Iran und an andere Länder heran. Und trotzdem sage ich, selbst wenn es eine Verabredung auf internationaler Bühne in den nächsten Monaten, vielleicht sogar in den nächsten Jahren erst kommen wird, das heißt nicht, dass sich die Verantwortlichen nicht vor der internationalen Strafjustiz verstecken dürfen. Das darf nicht die Verabredung sein.
Dies sage ich zumindest für meine Fraktion sehr deutlich. Das Statut von Rom gilt. Letztlich gilt auch das deutsche Völkerstrafgesetzbuch. Und daran ist zu erinnern, wir stehen vor einem Dilemma. In der Tat, das sehen wir jeden Tag, auch das, was die Bundeskanzlerin heute Morgen hier noch mal gesagt hat. Aber wir müssen aus diesem Dilemma die richtigen Konsequenzen ziehen, nämlich noch stärker der Diplomatie zum Durchbruch zu verhelfen für Waffenruhen, einen Waffenstillstand und vielleicht irgendwann auch mal wieder einen Frieden für Syrien. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mitzenich war das für die SPD, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Weiter geht es jetzt mit Wolfgang Gierke für die Linksfraktion. Danke sehr, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss der Versuchung widerstehen, Ihnen vorzurechnen, wie oft wir das, was hier jetzt vorgeschlagen worden ist, Verhandlungen, Einbeziehung des Staates Syrien in die Verhandlungen, Ihnen vorgetragen haben und wie oft Sie es zurückgewiesen haben. Ich streiche das, ist für mich nicht so interessant im Moment. Ich möchte gerne, dass wir uns hier erstens auf ein Ziel verständigen, was wir als Deutscher Bundestag und möglichst auch die Bundesregierung ansteuern sollten, der ganzen Debatte. Ich biete Ihnen dafür an, für uns ist das Ziel, den Krieg, das Morden und Töten in Syrien sofort zu stoppen. Und wir sind bereit, alles andere diesem Ziel zu unterzuordnen. Das ist die entscheidende Frage. Und ich biete Ihnen an, ob wir nicht gemeinsam darüber nachdenken sollten, dass Syrien als nationaler Staat erhalten bleiben muss, seine säkulare Staatsverfassung gerettet werden soll und dass dieser Staat durchgehend demokratisiert und sozial wieder aufgebaut werden sollte. Ich finde, wenn wir ein solches gemeinsames Ziel hier formulieren könnten, kann man über Einzelheiten streiten und unterschiedliche Auffassungen sein. Ich biete Ihnen das zumindest an. Wenn man in diese Richtung gehen will, muss man mit aller Kraft die UNO-Vermittlungsmission von Staffan de Mistura unterstützen. Es muss besser gelingen, was seine Vorgänger hatten, nicht diese weltweite Unterstützung. Es muss besser gelingen, dass man sich international hinter diese Mission stellt. Kofi Annan hatte gute Vorschläge, Lakhdar Brahimi ebenfalls. Sie haben nicht die Unterstützung gehabt. Und ich möchte nicht nochmal lesen müssen, was ich Ihnen jetzt vorlese, vom Friedensnobelpreisträger Matti Ahtisaari, den ich in der Kosovo-Frage, da war er ja Vermittler, immer kritisiert habe. Er schrieb über seine Wahrnehmung der Verhandlungsprozesse. Er sagte, bereits 2012 habe der russische Unterhändler Viktor Tschurkin einen 3-Punkte-Plan zur Lösung des Konfliktes unterbreitet, der auch einen Rücktritt von Syriens Präsidenten Bashar al-Assad vorsah. Darauf seien aber Frankreich, Großbritannien und die USA nicht eingegangen, weil sie davon überzeugt waren, dass der Sturz Assads ohnehin bevorstünde. Zu diesem Zeitpunkt, so Ahtisaari, belief sich die Zahl der Opfer auf 7.500 und seine Schlussfolgerung ist, wir hätten das ganze Chaos vermeiden können. Ich möchte nicht, dass wir uns nochmal gemeinsam solche Vorhaltungen machen lassen müssen, zu Recht. Also muss man eine andere Politik einschlagen. Was ich möchte von der Bundesregierung, ist eine diplomatische Offensive, nicht Waffenlieferung und einseitige Parteinahmen, sondern Vermittlung für Verhandlung. Eine solche diplomatische Offensive ist eigentlich das Gebot der Stunde. So, wenn man sich die Planung anschaut, muss man über folgende Punkte nachdenken und reden. Es muss verhandelt werden über lokale Waffenstillstände. Einen gesamten Waffenstillstand für Syrien ist eher unwahrscheinlich. Also muss es ein Netz von Gebieten geben, wo lokale Waffenstillstände durchgesetzt und ausverhandelt worden sind. Ich möchte gern, dass unter dem Dach der Vereinten Nationen diese Verhandlungen stattfinden, auch der Konfliktparteien. Und ich sage, weil Herr Kauder sich ja heute zu geäußert hat, ich bin unbedingt dafür, dass die USA und Russland, was immer man von ihrer Politik hält, in diesem Prozess einbezogen werden. Ohne die USA und ohne Russland wird man nicht zu solchen Prozessen der Waffenstillstände und der Beendigung des Krieges kommen. Ich glaube, dass man über verschiedene Verhandlungsparteien nachdenken muss. Das wird sich entscheiden.
Die werden auch nicht alle sofort um einen Tisch sitzen können, aber in die Richtung muss es gehen. Iran, Irak, Saudi-Arabien, Katar und Türkei, obwohl eine ganze Reihe Regime mir überhaupt nicht passen, ist jetzt nicht die Frage. Zu den Verhandlungskräften muss auch die Regierung des Präsidenten Assad und müssen auch die verschiedenen Oppositionsgruppen, die auf Gewalt verzichten, in Syrien gehören. Ich habe nie verstanden, warum die Bundesregierung nicht ein einziges Mal mit Oppositionsgruppen, die erklärt haben, sie wollen keine Gewalt, überhaupt im Vorfeld der Verhandlungen gesprochen hat. Auch hier muss sich die Politik der Bundesregierung ändern. Und wenn diese Oppositionsgruppen, was ein großes Zugeständnis wäre, ihrerseits bereit sind, dass zu den Verhandlungen auch die syrische Exilregierung gehört, wäre es für beide Seiten ein Schritt nach vorne. Wir sollten es befördern. Ich bitte Sie sehr, mit zu überlegen, wie man die humanitäre Situation ein bisschen verbessern kann. Und dazu gehört auch, mit doppelten Standards Schluss zu machen. Wir blamieren uns in der ganzen Welt über doppelte Standards. Wir fordern von Russland keine Soldaten nach Syrien. Durchaus in meinem Sinne, um das mal zu beantworten. Ich möchte aber gerne, dass es glaubwürdig wird, indem die Bundesregierung erklärt, wir liefern nicht nur keine Waffen, wir werden die Waffenexporte verbieten in den Nahen Osten. Dann kann man solche Forderungen besser aufstellen, wie nur darüber zu reden, nachzudenken, wie kann man wen hier anklagen und schwächen. Und zum Schluss sage ich Ihnen, man braucht eine Übergangsregierung. Ich bin sehr dafür, dass man darüber nachdenkt. Ja, und dass in Syrien darüber nachgedacht wird, die Oppositionsgruppen, die auf Gewalt verzichten, in eine Übergangsregierung aufzunehmen. Eine Übergangsregierung wird unter der Präsidentschaft Assad stehen. Was am Ende steht, sollen die Syrer und Syrer durch freie Wahlen in ihrem Land in einem gewaltfreien Umfeld selber entscheiden. Das werden wir nicht hier zu entscheiden haben. Das wird nicht entschieden werden über ihre Köpfe weg, sondern über Wahlen werden sie selber entscheiden, welchen Präsidenten sie wollen. Und das wird man doch als Demokrat mit befördern dürfen. Das wäre eine politische Konzeption, die der Bundestag aufnehmen sollte. Ich höre das Gequäke von der Regierungsbank, aber das nimmt sowieso keiner ernst. Danke sehr. Das war Wolfgang Gerke für die Linksfraktion. Für die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Dr. Johann Wadephul. Nächster Redner ist jetzt Johann Wadephul für die CDU-CSU. Sehr verehrten Damen und Herren, der syrische Bürgerkrieg geht in sein fünftes Jahr. Bisher wurden 240.000 Todesopfer gezählt. 4 Millionen Menschen sind auf der Flucht und halten sich in den Nachbarländern Syriens auf oder sind Binnenflüchtlinge oder begeben sich hier nach Europa, nach Deutschland. Anlass genug, dass wir die Außenpolitik auch in den Mittelpunkt der Flüchtlingsdiskussion in Deutschland rücken. Denn die Flüchtlinge, die hierher kommen, haben Gründe zu fliehen. Und ich glaube, wir sollten uns ehrlich auch diesen Gründen stellen und darauf achten und schauen, was wir in der Vergangenheit vielleicht auch verkehrt gemacht haben, was wir verabsäumt haben. Deswegen ist es sowohl notwendig, innerhalb der Diskussion hier über die Fluchtursachen aus dem Mittleren Osten zu sprechen, aber es ist natürlich auch unsere humanitäre Verantwortung, die uns zwingt, darauf zu schauen, was dort geschieht. Denn die Städte und Dörfer in Syrien sind zerstört. Schon jetzt ist dieses Land durch die Konfliktparteien um Jahrzehnte zurückgebombt worden. Es wird Jahrzehnte dauern, das Land wieder aufzubauen. Und ich denke insbesondere an die vielen jungen Menschen, deren Zukunft brach liegt und denen wir kaum helfen können. Und da haben wir eine große Verantwortung. In dieser Situation, lieber Gerke, muss man natürlich internationale Organisationen stärken. Was aus dem Prinzip der Schutzverantwortung konkret folgt, darüber kann man im Einzelfall streiten. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode die Situation gehabt, dass Deutschland sich enthalten hat bei einem Votum, was Libyen betraf. Das hat uns sogar die Kollegin Wieczorek-Zeul damals vorgehalten. Ich sage das ohne Vorwurf. Herr Gerke hat uns da damals geholfen in der Diskussion und unterstützt. Es war richtig. Aber man muss natürlich genauso sagen, dass natürlich ein Prinzip der Schutzverantwortung seine Glaubwürdigkeit verliert, wenn am Ende die internationale Gemeinschaft einem 5-jährigen Morden, Kriegen, Fassbomben, Chemiewaffeneinsatz schlicht und ergreifend tatenlos zusieht. Das kann nicht die Folge sein, nicht die Lehre sein aus Srebrenica, aus Ruanda,
Da müssen wir als internationale Gemeinschaft dann auch in der Lage sein zu handeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann muss man natürlich, Herr Gierke, die internationale Gemeinschaft auch unterstützen. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass Sie dazu nichts gesagt haben. Wenn es denn so ist, und es war ja wenig Konsens erreichbar, aber wenn es denn einen Konsens gegeben hat, Chemiewaffen zu zerstören, dann müssten Sie mir wirklich mal sagen, wie man unter Zurücklassung aller ideologischen Argumente irgendeinen humanitären Grund findet, sich gegen die Vernichtung von Chemiewaffen einzusetzen, meine sehr verehrten. Das ist schlicht und ergreifend unverständlich gewesen. Das ist doch das Minimale, was wir erreicht haben. Und da muss man Unterstützung leisten. Die Situation in den Nachbarländern ist angesprochen worden. Ich halte es für einen internationalen Skandal, dass das UNHCR einen Verlust von ein Fehlen von 2,8 Milliarden Dollar beklagt hat. Es kann nicht angehen in unserer Welt, so wenig wir tun können bei diesem Konflikt, dass es am Ende am Geld fehlt. Hier sind wir alle gefordert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da kann ich uns nur auch auffordern, dafür zu sorgen. Und ich will sagen, wir sind in den Haushaltsberatungen. Es gibt einen ersten Ansatz von 400 Millionen Euro. Geld ist nicht alles. Aber wenn wir Probleme mit Geld lösen oder zumindest lindern können, dann müssen wir es auch in die Hand nehmen. Und wir sind uns doch gewiss, dass wir in dieser Situation in Deutschland, in Europa für manches Geld brauchen. Aber dann bin ich auch der Überzeugung, dann muss auch der Haushalt des Auswärtigen Amtes hinreichend ausgestattet werden. Und ich glaube, dass die 400 Millionen noch nicht ausreichen werden bei den großen Problemen, die wir haben. Und deswegen würde ich uns alle ermutigen, an der Stelle mehr Geld in die Hand zu nehmen und dem Auswärtigen Amt und all denjenigen, die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge vor Ort leisten, mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass sie hier mehr machen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses Signal des Hauses ist, glaube ich, insgesamt erforderlich. Ein Wort zu Herrn Assad. Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Realität. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass die Bundeskanzlerin, und das ist auch nie eine andere Position gewesen, Herr Gierke, es haben ja die Verhandlungen auch in Genf durchaus unter Beteiligung des Regimes stattgefunden. Nur es bleibt am Ende so, dass dieser Mensch nicht nur durch den Einsatz von Fassbomben, aber insbesondere dadurch, dass es, und das finde ich wirklich in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten und nach dem Ersten Weltkrieg besonders erschreckend, wieder einen Chemiewaffeneinsatz gegeben hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, so sehr wir Realitäten anerkennen müssen und in der Tat auch mit Machthabern verhandeln und sprechen müssen, die da sind, na klar, das ist selbstverständlich, aber es darf nicht schlicht und ergreifend hingenommen werden, dass dieser Mensch, der verantwortet hat, dass Chemiewaffen wieder eingesetzt werden, am Ende straflos davonkommt. So darf kein Abkommen aussehen. Die internationale Strafgerichtsbarkeit muss hier handlungsfähig sein. Und ich glaube, wenn wir diese Möglichkeiten miteinander nutzen, dann gibt es vielleicht jetzt endlich eine Chance, etwas zu erreichen. Ich glaube, es ist den Einsatz jeder Diplomatie wert, dass wir für die Menschen in Syrien etwas tun. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das sagt Johann Wadefuhl für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich zitiere. Seien wir ehrlich, bislang sind alle Anläufe der internationalen Gemeinschaft für eine politische Lösung gescheitert. Dieser Satz ist ein Zitat aus dem Syrien-Artikel des Herrn Außenministers im Tagesspiegel. Er ist ein Ausdruck der notwendigen Demut, die wir alle beim Syrien-Konflikt sicher empfinden. Aber ehrlich gesagt, für die Politik der Bundesregierung gilt dieses Eingeständnis des Scheiterns ja nicht, weil dafür hat sie einfach in den letzten 4,5 Jahren viel zu wenig gemacht. Und wenn ich Sie höre, Herr Wadefuhl, dass Sie hier Utopie als Prinzip dort jetzt angeführt haben, dann frage ich mich, gibt es irgendetwas, was sich abbildet in der Politik der Bundesregierung darin? Ich sehe da leider nichts. Es gibt natürlich in allen Fraktionen Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die sich die letzten 4, 5 Jahre mit diesem Thema vehementestens beschäftigt haben. Und ehrlich gesagt, wir müssten uns alle mal schwer die Augen reiben, dass die Flüchtlinge, die kommen, jetzt dazu führen, dass die Bundesregierung mehr tun will und nicht die 250.000 Toten und Millionen von Opfern des Krieges. Und ich kann sagen, es ist besser spät als nie, aber es gilt natürlich auch das Wort des Außenministers, seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich, wir versagen kläglich bei der Versorgung der Flüchtlinge. Es ist gut, dass das World Food Program, das Welternährungsprogramm jetzt mehr Geld kriegt, aber das ist jetzt im dritten Jahr so ein Ritual, dass im Frühjahr das Welternährungsprogramm sagt, Leute, uns geht das Geld ist spätestens im Herbst aus.
Ich weiß, da haben wir ja keinen Dissens. Und im Oktober kürzen Sie dann die Ration für Kinder. Das ist einfach etwas, was uns alle mit Scham erfüllen muss. Seien wir ehrlich, die Bundesregierung hat doch nach 4 Jahren Krieg immer noch keine Vorstellung, wie sie die Nachbarstaaten unterstützen will. Libanon ist kurz vorm Kollaps, andauernd. Kein Mensch kann genau erklären, wie dieses Land es schafft, zu überleben. Und die brauchen keine humanitäre Hilfe mehr von Projekten von 6 Monaten. Die brauchen Entwicklungszusammenarbeit, die brauchen Infrastruktur, die brauchen Strukturen, die langfristig halten und nicht die Fragestellung im BMZ, was ist denn eigentlich ein Schwerpunktland unserer Politik und wo müssen wir jetzt reinbuttern und wo nicht. Das ist schlicht Friedenspolitik, jetzt in Infrastruktur in Libanon zu investieren. Gilt im Übrigen auch für den Irak. Irak ist das erste Land gewesen, hoffentlich auch das letzte Land gewesen, was vom Konflikt in Syrien so betroffen wurde. Und das zweite große Land, das von ISIS und von den Barbareien dort heftigst betroffen ist. Ich bin gestern aus dem Irak zurückgekommen. Die zentrale Frage ist dieselbe wie letztes Jahr. Wo sind eigentlich die Deutschen? Wo ist das deutsche Kapital, das politische Kapital, das Deutschland einbringt bei der zentralen Frage, nämlich bei der Reintegration der Sunniten und bei der Frage der nationalen Aussöhnung? Da gibt es einfach nur einfach eine sehr große Leerstelle. Und ja, es ist ein Stellvertreterkrieg, ein sehr brutaler, harter und vielschichtiger in Syrien. Und ja, es gibt dort Staaten, die das Land mit in den Abgrund gerissen haben. Mit denen muss man natürlich sprechen und mit denen muss man auch Beziehungen führen. Aber es hilft nichts, dass man den Kopf in den Sand steckt wie der Vogel Strauß und so tut, als hätte sich dabei nichts geändert. Das ist die Türkei gerade genannt worden. Die Türkei hat 2 Millionen Menschen aufgenommen. Der Herr Außenminister war vor kürzestem da und hat dankenswerterweise eine Migrationspartnerschaft angeboten. Das ist gut, das ist richtig. Aber dazu gehört genauso auch, dass man laut und hörbar, sodass Erdogan sich nicht dahinter verstecken kann, tatsächlich auch mal anspricht, was das für ein Grenzmanagement gegeben hat, was die letzten mindestens 2 Jahre härteste Unterstützung war für die Barbaren von ISIS und dass einfach ISIS immer wieder zumindest indirekt sehr stark unterstützt worden ist aus der Türkei und dass es nicht sein kann, dass bei aller persönlicher Antipathie, die ich gegenüber der PKK habe, dass das jetzt die Regierung dort einen Bürgerkrieg versucht anzuzetteln, weil der Wahlkampf gerade bevorsteht. Und das ist alles indiskutabel, aber das muss ausgesprochen werden. Und es muss auch ausgesprochen werden, dass Saudi-Arabien vielleicht nicht bei ISIS selbst, aber bei vielen anderen dschihadistischen Gruppen auf der Welt ein Hauptfinanzier ist und dass es nicht sein kann, dass daraus keinerlei Lehren gezogen worden sind, zum Beispiel für Rüstungsexporte. Beispiel Iran ist gerade genannt worden. Ja, es gibt natürlich Hoffnung, dass es eine Dynamik gibt aus dem Abkommen und aus dem Nuklearabkommen und dass die Iraner jetzt eine andere, hoffentlich eines Tages konstruktive Rolle spielen in Syrien. Aber es gibt das Gegenteil genauso und das muss man benennen. Es gibt das Risiko, dass die Kriegskassen der Revolutionswächter jetzt da durch das Atomabkommen, wofür ich sehr bin, gefüllt werden und am Ende des Tages das erste Opfer dieses Abkommens, nochmal, für das ich sehr bin, das syrische Volk ist. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man das anspricht. Und im Falle von Russland ist das alles ganz schwierig, dramatisch. Der Kollege Kiesewetter hat neulich gesagt, dass Deutschland sich an Luftschlägen beteiligen möge. Aber es gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass das zurzeit nicht aus legalistischen Gründen in erster Linie nicht geht, sondern weil Russland zurzeit jede Ankündigung sehr schnell und sehr deutlich mit militärischer Eskalation beantwortet, dass in Latakia jetzt ein zweites und ein drittes Militärlager gerade aufgebaut werden und dass es alles andere als einfach wird, Russland dort in ein Boot zu bekommen. Und das Letzte, Umgang mit Assad. Es ist nicht die einzige zentrale Frage, wenn in einer Zeit, in der es 3 zentrale Gruppen am Boden gibt, die Assad-Schergen, die ISIS-Leute und nur noch die Al-Nusra, die ab und an mal die Zivilisten beschützt. Das ist im Übrigen eine Al-Qaida-Filiale. Das ist hochdramatisch. Die Bundeskanzlerin hat ja recht, wenn sie sagt, vielleicht wird es irgendwann mal notwendig sein, mit Assad zu reden. Aber was nicht geht, und da bin ich bei Ihnen, zum Partner können wir ihn nicht machen. Wir können ihn nicht reinwaschen. Wir können nicht sagen, im Irak ist die Reintegration der Sunniten zentral, die Minderheit sind. Die Mehrheit der Sunniten im Syrien aber, für die eindeutig ist, wer zuständig ist für die Ruinen in ihren Städten, für die Fassbomben, für das Töten ganzer Familien, für 250.000 Menschen, dass das Assad, diese Person, unser Partner wird. Ich glaube, dass das falscheste Signal, was wir zurzeit senden können, ist, wir haben 4,5 Jahre nicht besonders viel gemacht. Jetzt kommen die Flüchtlinge zu uns. Jetzt werden wir mit dem größten Mörder der gesamten Region paktieren, damit wir die Flüchtlinge von uns fernhalten. Ich glaube, das ist kein Beitrag zur Befriedung Syriens. Herzlichen Dank.
Die Rede von Amit Nuripur war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nächste Rednerin ist jetzt Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute die außenpolitische Debatte führen, nachdem wir ja viele innenpolitische Debatten geführt haben im Hinblick auf die Flüchtlinge. Fluchtursachen bekämpfen ist in aller Munde, das ist leicht gesagt und schwer getan. Die Fluchtursachen liegen natürlich nicht nur in Syrien, aber wir konzentrieren uns heute auf Syrien. Sie liegen in der gesamten Region und weit darüber hinaus. Diese Fluchtursachen beschäftigen nicht nur uns, sondern viele Menschen im Land. Und sie sind beunruhigt und sie sind ängstlich, was da noch auf uns zukommt. Die Herausforderungen sind in der Tat extrem für Deutschland, für Europa und die internationale Gemeinschaft. Die Fluchtursachen, das wissen wir, sind vielfältig. Krieg, Hunger, politische und religiöse Verfolgung, Enthauptungen, Vergewaltigungen und viel, vieles mehr. Viele meinen, die Situation sei aussichtslos. Aber wer so denkt, der kann nichts positiv verändern und verbessern. Das größte Laster ist Verzagtheit, sagt Franz von Assisi. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Die Mitgliedstaaten der EU haben vorgestern sehr gute Beschlüsse gefasst im Hinblick auf die Flüchtlinge, die Registrierungszentren in Italien und Griechenland, zusätzliche Milliarden für die Welthungerhilfe. Das alles sind erste richtige und wichtige Schritte, aber sie lindern die Not nur bedingt. Zurück zu Syrien. Von dort kommen zurzeit die meisten Flüchtlinge. Sie fliehen vor dem Terror des IS. Sie fliehen aber insbesondere auch vor den Fassbomben und dem Chlorgas von Assad. Er ist verantwortlich, und das sage ich hier noch mal ausdrücklich, für viele Tote, Verletzte und übrigens auch verstümmelte Menschen in seinem eigenen Land. Es gibt keine isolierte Lösung für Syrien. Der IS macht vor keiner Grenze Halt und hält zum Beispiel ja auch viele Teile vom Irak besetzt. Eines aber steht fest: Es ist unsere politische und moralische Pflicht, dem Töten in Syrien endlich ein Ende zu setzen. Seit 5 Jahren schaut die Weltgemeinschaft zu, Herr Wadephul hat es gesagt, wie dort gemordet wird. 250 Tote und 4 Millionen Flüchtlinge sind die bisherige Bilanz. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf so ganz bestimmt nicht weitergehen. Deshalb muss die Entschärfung dieser Krise absolute außenpolitische Priorität haben. Wir müssen ja abschichten bei den vielen Krisenherden in der Welt. Und da steht natürlich die Frage im Raum, Kollegin Beck, kann oder darf man mit Assad reden und verhandeln? Ich glaube, dass unser Außenminister recht hat, wenn er sagt, dass es mit Assad keine Zukunftsperspektive für das Land Syrien geben kann. Ich glaube aber auch, dass ohne ihn es auch keinen Waffenstillstand geben kann. Das ist genau das Problem. Und deshalb muss man mit ihm reden. Als Verhandlungspartner müssen aber auch der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, alles, was darum liegt, beteiligt werden. Und wie ist es mit Russland? Auch da, Herr Gerke, ausnahmsweise bin ich mal bei Ihnen, ausnahmsweise müssen wir mit Russland natürlich verhandeln, ohne, und das sage ich aber auch ganz klar, dass wir die Ukraine-Krise deshalb aus den Augen verlieren. Das kann nicht sein. Der US-Außenminister hat erklärt, ich zitiere, wir haben die gleichen Ziele, der IS muss zerstört und komplett gestoppt werden. Gespräche mit Russland seien deshalb notwendig, um die militärischen Operationen, da geht es jetzt in eine andere Richtung, um die militärischen Operationen gegen den IS zu koordinieren.
Und da kann man ja vielleicht zunächst mal Flugverbotszonen einrichten und dadurch Schutzzonen im Land organisieren. Ich stimme übrigens mit Volker Kauder überein, wenn er sagt, eine militärische Operation muss vorrangig aus der Region selbst kommen, wenn sie denn kommen muss. Wenn das Land ohne militärischen Einsatz nicht befriedet werden kann, dann ist das Aufgabe der Nachbarstaaten, zum Beispiel Saudi-Arabien oder andere. Dieser religiös motivierte Krieg findet zwischen muslimischen Völkern und Gruppen statt. Deshalb sind Sie zuallererst aufgerufen, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Wir müssen die politischen Prozesse steuern. Wir müssen diplomatische Lösungen suchen. Wir müssen die humanitäre Hilfe leisten und in die Offensive gehen. Und für diese schwierigen Verhandlungen kann man ja nur denjenigen, die für uns verhandeln, nämlich die Bundeskanzlerin und unserem Außenminister, viel Geschick, viel Kraft und viel Geduld wünschen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war die Rede von Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Christine Buchholz für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Leid der Bevölkerung in Syrien, die unter den Fassbomben von Assad, dem Terror des IS und einer immer unerträglicheren wirtschaftlichen und sozialen Lage lebt, muss ein Ende haben. Und lassen Sie mich in dem Zusammenhang sagen, den Eindruck zu erwecken, Herr Wadephul, die Linke wäre gegen die Vernichtung des syrischen Giftgases, das ist blinde Demagogie. Wir haben immer unterstützt, dass das Giftgas auch in Deutschland vernichtet wird, wo wir dagegen waren, dass die Bundeswehr im Mittelmeer diese Vernichtung begleitet. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es, wir haben darauf hingewiesen, dass es die Bundesregierung bis 2011 waren, die zugelassen haben, dass Giftgasbestandteile nach Syrien an das Regime Assad geliefert wurden. Ihre Argumente sind pure Heuchelei. Die vorherigen Redner haben über diplomatische Lösungen der Syrien-Krise gesprochen. Keinerlei redet über die eigentlichen Ursachen dieses Krieges, die jahrzehntelange Intervention der USA, aber auch andere Großmächte in der Region. Und es fällt auch auf, dass die Groß- und Regionalmächte, die jetzt über diplomatische Lösungen reden, zum einen eigene Interessen in der Region haben und bereits direkter oder indirekter Teil des Krieges sind. Seit nur einem Jahr bombardiert eine US-geführte Kriegsallianz Ziele im Irak und in Syrien. Wir hören fast nichts über diese Angriffe, auch kaum etwas über den Drohnenkrieg, der geführt wird. Doch das Bombardement ist massiv. In einem Jahr haben die US-Streitkräfte und ihre Verbündete mehr Bomben abgeworfen als in den letzten 5 Jahren des Krieges in Afghanistan zusammen. Und diese Bomben treffen natürlich nicht nur Terroristen. Gleich in der ersten Woche der US-Angriffe auf syrisches Gebiet wurde ein Getreidespeicher in Manbij getroffen. Nach einem Angriff am 30. April 2015 auf das Dorf Bir Mahli räumte das Pentagon offiziell ein, 2 Zivilisten getötet zu haben. Eine Menschenrechtsgruppe zählte 64 Opfer, darunter 31 Kinder. Darüber spricht keiner. Warum? Ich glaube, Sie müssten selbst zugeben, dass der sogenannte Antiterrorkrieg selbst Terror ist. Bomben bringen keinen Frieden. Und die Bundesregierung unterstützt diesen Antiterrorkrieg politisch, aber auch durch die Entsendung von Waffen und militärischen Ausbildern in den Irak. Und nun werden auch noch Stimmen in der Großen Koalition laut, wie die von Herrn Kiesewetter, der die Entsendung von Bundeswehr-Tornados zur Unterstützung des US-Luftkrieges fordert. Das, meine Damen und Herren, ist absolut der falsche Weg. Ein Blick nach Afghanistan zeigt, wohin ein solcher Krieg führt. Nach 10 Jahren NATO-Krieg ist dort die Sicherheitslage angespannter, die Taliban stärker als je. Die soziale Misere ist dieselbe geblieben oder hat sich verschlimmert. Glauben Sie denn wirklich, dass das Wiederholen, das ständige Wiederholen derselben Fehler sich nun in Syrien und Irak irgendetwas verbessern würde? Nein, zur Wahrheit gehört, der sogenannte Islamische Staat wäre ohne die US-Intervention im Irak ab 2003 gar nicht entstanden. Die USA und ihre Verbündeten haben im Irak Menschen verschleppt und gefoltert. Sie haben ein politisches System etabliert, das Schiiten gegen Sunniten ausspielt, bis heute.
In diesem Klima konnte der IS entstehen, der einen barbarischen Krieg gegen Andersdenken und Andersgläubige führt. Und wer diesen Terror stoppen will, muss das Klima des Hasses zwischen Bevölkerungsgruppen und Religionsgemeinschaften beseitigen. Aber der sogenannte Antiterrorkrieg selbst schürt dieses Klima. Deshalb scheitert er auch. Alle Erfahrungen zeigen, das militärische Einmischen äußerer Mächte in die Bürgerkriege in Syrien und Irak haben den Krieg nur noch schlimmer gemacht. Ob Iran, Türkei, Saudi-Arabien, ob die USA oder Russland, sie alle heizen mit immer mehr Waffen, mit Ausbildern, mit eigenen Soldaten oder Söldnern diesen Krieg an. Und das muss ein Ende haben. Und die Bundesregierung mischt auch mit. Und ich sage Ihnen, sie will im Kielwasser der USA Schritt für Schritt zu einer Macht werden, die nun auch im Kriegsgebiet Mittlerer Osten an Gewicht gewinnt und auch militärisch mithalten kann. Die Linke sagt, ziehen Sie die Bundeswehr aus der Krisenregion ab und hören Sie endlich auf mit den Waffenlieferungen an die Türkei, an Saudi-Arabien und an den Irak, denn diese Staaten heizen den Krieg mit an. Meine Damen und Herren, es ist schlimm genug, dass erst die Fluchtbewegung nach Europa den Blick auf die Lebensbedingungen von Millionen Menschen im Nahen und Mittleren Osten geführt hat. Beenden Sie endlich die Ignoranz gegenüber der Situation der Menschen in Flüchtlingslagern im Irak, der Türkei, Jordanien und im Libanon. Wenn Sie nicht endlich verstehen, dass diese Menschen eine zivile Perspektive brauchen, überlassen Sie den Rekrutierern der Armeen und Milizen vor Ort. Und das kann doch wirklich nicht Ihr Ziel sein.